Das Land der tausend Inseln. Griechenland, Wiege der Antike, der Philosophie und der Demokratie. Und ein beliebtes Reiseziel für deutsche Touristen. Fast 35.000 Hotels beherbergen jedes Jahr rund 25 Millionen Urlauber. 800.000 Hotelbetten gibt es hier im schönen Griechenland. Und wenn Sie hier einen Urlaub im Hotel buchen, gehen Sie zu Recht davon aus, dass das eine Zeit des Entspannens ist. Auch einfach, um den Hotelservice mal so richtig zu genießen, gerade wenn es ein paar Sterne sind, für die Sie da bezahlt haben. Aber nicht immer passen die Wirklichkeit und die Vorstellungen und die Versprechen in den Katalogen zusammen. Eine bittere Erfahrung, die auch zwei unserer Zuschauer machen mussten. Mich erreicht ein Video von der Insel Kos, von Denise Rentmeister. Sie fristet dort den Urlaub mit ihrer Mutter. Das sind einfach keine Zustände. So wünscht man sich einfach keinen Urlaub. Uns würde es einfach eine Freude bereiten, wenn Sie vorbeikommen könnten und sich das einfach mal anschauen. Das Hotelzimmer, in dem die beiden wohnen, entspricht auf den ersten Blick so gar nicht den Erwartungen. Der hart erarbeitete Urlaub ist ruiniert. So, beginnend einmal mit dem wunderschönen Bett, wo man sehen kann, dass da einfach nur so ein Tüchlein drüber gelegt worden ist, ohne einen Schutz für die Matratze. Hier sind noch ein paar Flecken zu erkennen. So, einmal der Nachttisch mit dem wunderschönen Inhalt drin von Haaren, Dreck, irgendwelchen toten Tieren. Küchenzeile. Der Kühlschrank, wo ja uns gesagt worden ist, der wäre sauber gemacht worden. Und da sauber verstehen wir, glaube ich, was anderes. Es sind also keine Zustände, die man sich wünscht. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen kommen. Ich mache mich also auf den Weg nach Griechenland. Von Deutschland aus braucht man gute 2 Flugstunden dorthin. Nach der großen Euro-Krise blüht das Land jetzt endlich wieder auf. Ein Urlaub in Hellas kann doch so schön sein. Ich bin jetzt ganz bewusst nicht an das Hotel unserer beiden Zuschauerinnen rangefahren, damit man mich da nicht vorher sieht. Erstmal möchte ich alles über diesen Fall erfahren, habe mich aber auf der Internetseite ihrer Herberge schon mal umgeguckt. Und das sieht ganz anständig aus. Die Anlage sieht gepflegt aus. Die Zimmer scheinen sauber zu sein. Zwar ist alles einfach gehalten, aber es überzeugt. Wer online bucht, glaubt hier einen guten Deal zu machen. Mamas traditionelle Küche. Schon mal das Wichtigste, tolles Essen. Mediterrane Diät, das ist gesund und toll bewertet. 5 von 6 Sternen in fast allen Kategorien. Daumen hoch, traumhafter Urlaub. Doch genau den haben Yvonne und Denise Rentmeister nicht. 1.400 Euro haben die Kassiererin und die junge Friseurin bezahlt. Viel Geld für die beiden. Ich treffe sie in einem Restaurant auf der Insel. Woran denkt man denn da so, wenn man im Flieger sitzt? Was da so wohl kommt, wenn man so träumt? Entspannung, schönes Essen, ein schönes, sauberes Bett, ein schönes, sauberes Hotel. Und was ist es jetzt geworden, mal unterm Strich in 3 Sätzen? Essen? Katastrophe. Betten? Ekelhaft. Zimmer? Widerlich. Ihr Gefühl, so innerlich? Ich könnte heulen, schreien, weglaufen. Ich lese mir mit den beiden noch einmal die Versprechen des Hotels auf der Webseite durch. In unserem Hotel garantiert wir eine geeignete und ausgewogene Auswahl bei besten Zutaten. Die mediterrane Diät, ja, die für Ihre Ernährung auch wichtig ist. So wirbt das Hotel im Internet. Das tägliche Angebot, das die Rentmeisters abfotografiert haben, ist davon weit entfernt. Jeder, der da sitzt, bekommt dasselbe. Er bekommt eine Suppe, dann bekommt er das Hauptgericht und eine Nachspeise. Das sind große Tabletts, die reingebracht werden und jeder bekommt seinen Teller vorgesetzt. Die alle kriegen das Gleiche? Alle kriegen das Gleiche. Wie? Also hier steht wörtlich, Frühstück und Abendessen in Buffetform. Haben Sie jemals ein Abendessen-Buffet gesehen dort? Nein. Essen und Zimmer aus Sicht der Rentmeisters eine Katastrophe. Die beiden Urlauberinnen sind verzweifelt. Ich finde es einfach nur fürchterlich und ich fühle mich wirklich einfach verarscht im Grunde genommen. Ist Ihnen denn angeboten worden, das Hotel zu wechseln? Uns ist angeboten worden, das Hotel zu wechseln. Nach vielen Telefonaten? Ja, aber wir hätten eine Gebühr von 900 Euro zahlen müssen. Bitte was? 900 Euro.
900 ja. Euro. Das ist ja, ja drei Viertel von Ihrem Urlaubspreis. Ja. Hätten Sie zahlen müssen, um in, also in ein Nachbarhotel zu kommen. Genau so ist es, ja. Zugegeben, bei 1400 Euro Reisepreis inklusive Flug kann man sicher keine 4-Sterne-Plus-Leistungen erwarten. Doch bevor ich für Yvonne und Denise etwas rausschlagen kann, muss ich mir selbst ein Bild vom Zustand des Hotels machen. So, auf den ersten Blick ist das ja ein Hotelzimmer. Ja. So ist ja nicht. Ja. Nennt man heutzutage Apartment, da ist dann noch so eine Küche dabei, falls man hier mit Familien anreisen sollte und mal Lust auf irgendwas selbst. Schau dir das bitte mal an. Obwohl den nicht groß benutzt. Oh, schön. Ah, so sieht's da. So sah es bei uns in der Männer-WG meiner Uni-Zeit aus. Hier so richtig schön versifft. Der zerfällt. Ach, das möchte ich nicht. Ich wasche mir gleich die Hände. Siehst du das hier in der Ecke? Ich leuchte dir da mal mit meinem Handy rein. Das da in der Ecke, das ist Schimmel. Das muss mir auch keiner erzählen, dass was anderes ist. Und auch hier in dem Kühlschrank sind Schimmelspuren zu sehen. Das hier ist total verdreckt, diese Kitchenette. Schimmel unten drin, wahrscheinlich Keime obendrauf. Ich fasse das nicht an. Das Zimmer ist offensichtlich länger nicht gründlich gereinigt worden. Ich persönlich möchte hier keine einzige Nacht verbringen. Weil aber eine Unterbringung in einem anderen Hotel mit hohen Kosten verbunden wäre, wohnen Mutter und Tochter seit über einer Woche hier. Das ist hier frisch gestärkt und gebügelt ist, weiß ich, na ja, schau es dir halt selbst an. Zwischen dem Fleck und meinem Touristenpopo liegt dann nur noch diese dünne Laken. Ich kann euch gut verstehen. Setzt euch mal kurz drauf, wenigstens, wenn es geht. Ich mach auch so. Muss man es nicht weiter ansehen. Hier, komm, so feuchtig. Ich kann verstehen, dass man sich da ekelt. Wie war das bei euch, als ihr das Bett gesehen habt? Ich möchte nach Hause, in mein Wasserbett. Ja. Das Problem ist halt eben, man liegt wirklich auf einer Matratze und macht sich natürlich immer Kopfkino die ganze Zeit, wer da schon alles draufgelegen hat, seinen Schweiß da reingeschwitzt hat oder andere Sachen halt eben. Das ist dann schon relativ eklig. Wenigstens irgendwas, was dazwischen liegt. Das ist so, finde ich, ein hygienischer Mindestmaßstab, der hier offenbar nicht so eingehalten wird. Auch das Badezimmer hat seine besten Zeiten schon längst hinter sich. Selbst im noch so günstigen Hotel geht sowas gar nicht. So. Und ich sag mal jetzt, überall ist hier alles so ein bisschen angesifft. Ich bin froh, dass ich hier so Schlappen anhabe. Oh, schön. Hier, die Verschalung von der Toilette, die Fliesen lösen sich auch auf. Was war denn aus Ihrer Sicht das Ekligste hier? Das Ekligste war der Zahnputzbecher, wo ich mir überlegt habe, da muss ich raus trinken. Das wäre jetzt nicht so meine Traumvorstellung. Boah, also Leute, echt, also das, ja, da geht's um Mund. Hygiene. Den Hilferuf kann ich verstehen. Zumal alle Versuche, auf eigene Faust eine Lösung zu finden, gescheitert sind. Und jetzt? Wie fühlt sich das an? Beschissen. Man möchte einfach so schnell wie möglich nach Hause. Man zählt schon die Tage, wo man endlich wieder nach Hause kann, um dieses Loch hier zu verlassen. Dabei sollte Urlaub ja genau das Gegenteil sein. Man möchte ja eigentlich bleiben. Genau, man möchte bleiben. Aber das ist hier auf jeden Fall nicht gegeben. Wir sind froh und dankbar, wenn wir wieder zu Hause sind. Das widerspricht all dem, was im Katalog versprochen wurde. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann man nicht anders sagen. Auch auf der Internetseite. Ne? Man sieht ja ganz andere Bilder als das, was dann wirklich in Wirklichkeit hier sich abspielt hat eben auch. Und deswegen sind wir hier offenbar, wie ich es gerade merke, nicht ohne Grund. Dabei hätte doch alles so schön sein können. 10 Tage auf Kos, 1400 Euro, ein Inseltraum in der Ägäis. Übrigens mit hohen Zuwachsraten bei den Buchungen. Und das schon seit Jahren. Ein Reisetraum ist für unsere beiden Zuschauerinnen schon mal geplatzt. Aber vielleicht können wir die Wunden ein bisschen heilen, indem wir heute mal rausfinden, wer ist denn hierfür verantwortlich? Hier muss es ja Veranstalter geben, Reiseleiter, wie ich gehört habe. Mit denen werden wir ein Wort reden müssen. In den Unterlagen finde ich den Veranstalter. Ferientouristik, ein Unternehmen aus Düsseldorf. Auf Kos von der Firma Cretan Holidays vertreten. Immerhin, hier ist man gesprächsbereit. Meine Frage, wer hat diese Hotelbeschreibung erstellt? Weil die haben sich gefreut auf ein Buffet zum Abendessen, weil es hier so dargestellt, gibt's aber gar nicht. Was ist Ihnen denn bekannt darüber?
Also ich weiß, dass Ferientouristik über unsere Hoteldatenbank praktisch Hotels zukauft. Hoteldatenbank, das heißt, Sie sind eigentlich gar kein Veranstalter hier vor Ort? Sie haben... Wir sind eine Agentur, die verschiedene Verträge hat, okay, und die an verschiedene Veranstalter... Ah, okay. Der Veranstalter ist im schlimmsten Fall über den Zustand vor Ort, also nicht im Bilde. Die Rentmeisters sind ein Opfer fehlender Kommunikation. Wie kann es dann sein, dass die in ihrer Reisebeschreibung, das sind ja hier die Unterlagen, wirklich ein Abendbuffet sozusagen verzeichnet haben als Reiseleistung, weil die ist ja nie erbracht worden. Wie kann das sein? Es kann natürlich dazu kommen, dass wenn man über eine Datenbank sich Hotels zukauft, dass es da eben dann von einem zum anderen weitergeht und dass da irgendeiner einen Fehler macht. Okay, das finde ich jetzt nachvollziehbar. Das heißt, ich bin bei Ihnen jetzt auch gar nicht an der richtigen Stelle, weil... Wir müssen uns wahrscheinlich mit dem wirklich Veranstalter dann hier in Verbindung setzen. Wenn der Veranstalter nicht genau weiß, was er verkauft, ist es natürlich schwierig, weil man kann die Kundenerwartung dann nicht wirklich treffen. Vielen Dank für die Information. Wir werden uns an den Reiseveranstalter mal dann wenden. So viele Agenturen, Vermittler, Veranstalter. Das ist, muss man sagen, wirklich unübersichtlich und für einen Kunden, für einen Touristen schwer zu verstehen. Tatsache bleibt, es ist ein dreckiges Zimmer. Dafür ist verantwortlich das Hotel. Und naja, für die offenbar wirklich falschen Beschreibungen hier, der Veranstalter. Und der sitzt in Düsseldorf. Doch es gibt hier vor Ort einen Reiseleiter, der sich um den Fall kümmern kann. Und mit dem mache ich sofort einen Termin aus. Peter Giesel, hallo von Kabel 1, ich habe schon gehört. Sie wissen schon, warum wir da sind, ne? Wegen Ihrer beiden Kunden. Was ist mit den beiden? Das ist einfach, dass die Sachen, die im Internet gescheit gezeigt werden, die Bilder sind immer sehr schön. Nur Bilder können lügen. Dieses Hotel hat keinen Standard. Das ist weder in der Sauberkeit, Hygiene, noch in der Verpflegung. Die haben keinen Standard. Woher nehmen Sie die Meinung? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich jedes Mal, wenn ich unter das Hotel reinkomme, ist das gleiche Problem immer. Jedes Mal. Achso, wir sind jetzt nicht die Ersten mit dem Problem, meinen Sie? Nein, nein. Ach so, das ist ja interessant. Okay. Nein, es ist immer wieder. Ich habe immer Magenprobleme, wenn ich schon weiß, okay, ich muss diesen Morgen dann zum Hotel fahren. Ich weiß genau, was kommt. Ein Zugeständnis des Reiseleiters. Das Hotel wird im Netz also besser verkauft, als es ist. Hilfe für die Rentmeisters muss dann doch möglich sein, oder? Ich habe einfach mit unserer Guest Relation Kontakt aufgenommen, habe denen gesagt, ihr müsst mit den Leuten sprechen, die sind unzufrieden mit dem Hotel, macht es möglich, dass die umziehen können in ein anderes Hotel, dass sie Urlaub genießen können. Und dann wurde ihnen angeboten? Müssten 900 Euro bezahlen, um das Hotel wechseln zu können an Guest Relation. Das tut mir leid für die beiden Mädels, auf jeden Fall. Danke mal fürs Gespräch. Ja. Es wurde Abhilfe angeboten, doch für die Rentmeisters war die viel zu teuer. Netter Mensch, dieser Reiseleiter. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der hat sich schon ganz schön für unsere beiden ins Zeug gelegt, hat aber nichts gebracht bis jetzt. Da müssen wir ran. Ich starte also einen Versuch direkt beim Hotel. Schließlich trägt man hier die Schuld am verdreckten Zimmer. Willkommen bin ich nicht. Ohne Kamera versichert mir der Geschäftsführer aber, dass er im Winter die Zimmer renovieren möchte. Das Problem in diesem Fall: Ausschreibung und Realität passen nicht zusammen. Dafür muss im Endeffekt der Veranstalter gerade stehen. Vor Ort kann ich den Frauen leider keine Lösung anbieten. Bevor ich mich aber auf den Weg nach Deutschland mache, treffe ich die zwei noch einmal. Ich habe mir den Vertrag angesehen, den Sie mit dem Veranstalter haben. Da steht zum Beispiel drin, 3-Gänge-Menü plus Vorspeisenbuffet. Das muss irgendwo, möglicherweise bei eurem Veranstalter, unter die Räder gekommen sein. Und ich glaube, darauf seid ihr reingefallen. Aus Versehen, fast eher. Okay. Wir müssen uns aber jetzt nicht verabschieden ohne Ergebnis, denn ich habe noch einen Termin. Von dem der Reiseveranstalter bisher gar nichts weiß. Jetzt geht es mir hier um eine finanzielle Entschädigung der beiden. Klar ist, hier sind sich die Verkäufer, Verkaufsplattformen nicht einig. Da gehen die Details verloren. Und gerade uns Touristen und Urlaubern kommt es ja gerade im Urlaub auf die Details solcher Anlagen an. Ich wünschte, ich hätte vor Ort mehr für die beiden erreichen können. Auf der Heimreise formuliere ich eine Interviewanfrage. Das Unternehmen zeigt sich gesprächsbereit. Zügig ermöglicht man mir einen Termin mit dem Geschäftsführer der Firma Ferientouristik. Also nur um es zu verstehen, da ist das Hotel und da drüber gibt es eine örtliche Agentur und Sie sitzen dann im Prinzip noch mal drüber. Genau.
suchen sich die aus, tun sie sich bei, auf die, die Website. Die Agentur sagt, ich habe ein Portfolio von 200 Hotels. Diese 200 Hotels schauen wir uns in unregelmäßigen Abständen an. Aber ich sage mal, im Zweijahresrhythmus würde ich sagen, sehen wir die Hotels schon. Ist meine Frage, wie kann es denn im Argen liegen? Ist da was durchgeschlüpft? Ist es in diesem Fall also nicht alles überprüft worden? Es hat sich am Ende wirklich auf das herunterkürzen lassen. Das war natürlich, da brauchen wir auch gar nicht sprechen. Ja. Als das Zimmer übergeben wurde, war es in einem Zustand, der für unsere Gäste nicht das ist, was wir auch von unseren Partnern verlangen. Super ehrliche Antwort, finde ich schon mal gut. Einsicht ist ja bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Klasse. Aber den Rentmeisters hilft das nicht. Ihr Urlaub bleibt ruiniert. Die beiden haben das ganze Jahr gespart, wirklich jeden Cent umgedreht. Das ist eine Friseurgesellin und ihre Mutter freuen sich darauf, haben in der Tat auch einen wahnsinnig günstigen Preis bekommen. Das muss man ja zu einräumen einfach. Wenn man sich das durchliest, das haben sie sich ja genau durchgelesen, wie sie selbst sagen auf ihrer Seite. Und dann steht da Buffet, dann geht bei den beiden im Kopf dieser Buffet-Film los. Und wenn sie dann ankommen, und es ist eben keines, und das mussten die Chefs auch räumen, dann ist es in dem Fall etwas, was sie erwartet haben, auch nicht bekommen haben. Ist auch vollkommen richtig. Ausschreibungsfehler, wenn wir sagen, die Halbpension wird als Buffet serviert, dann muss es auch so sein. Ja? Der Fehler in unserer Ausschreibung, der ist ja ganz klar gegeben. Und demzufolge müssen wir auch den Kopf dafür hinhalten. Soweit wollen wir gar nicht gehen. Was können Sie denn den beiden anbieten? Können Sie uns kurz was sagen? Haben Sie sich was überlegt? Ja, natürlich. Die fehlerhafte Ausschreibung von der Verpflegungsleistung, die werden wir mit 10% erstatten. Und wir werden auch noch mal 10% für die hygienischen Dinge im Zimmer, als man am Anreisetag ins Zimmer kam. Das heißt, wir erstatten dem Kunden 20% vom Gesamtreisepreis. Und wir bieten der Kundin auch an, um sie vielleicht etwas besser zu beraten, dass sie sich bei ihrer nächsten Reise gerne an uns wenden kann. Sie kriegt eine ausführliche Beratung über ein Haus, was sie sich vielleicht erst selbst... Und nur einen kleinen Rabatt? Einen kleinen Rabatt geben wir ja auch. Damit 10% sagen, so ist in der Richtung? Für die nächste Buchung? Machen wir auch. Okay, gut. Super. So summiert sich der Schadensersatz auf knapp 300 Euro. Und der nächste Urlaub wird auch etwas günstiger. Eine frohe Botschaft, die ich den beiden in ihrer Heimatstadt Aachen überbringen darf. Wir waren beim Chef. Der wird das so in der Form nicht mehr verkaufen auf seiner Webseite. Das ist schon mal ein Erfolg. Aber nicht schön für euch beide. Deswegen hat er nach sozusagen Ansicht aller Unterlagen sich dann doch bereit erklärt, etwas zurückzugeben. Wie viel, wissen die beiden natürlich noch nicht. Zum einen bekommt ihr einen 10%igen Rabatt auf euren nächsten Urlaub, den ihr bei ihm bucht. Der hat auch gute Hotels, gar keine Frage. Natürlich auch noch eine Entschädigung für das, was euch passiert ist, in Höhe von insgesamt 300 Euro. Also meine Tochter wird auf jeden Fall die 300 Euro bekommen, weil sie demnächst in eine eigene Wohnung ziehen wird. Der Ekelurlaub in Griechenland tat weh. Am Ende wenigstens nicht mehr so sehr im Geldbeutel.